Nach einer starken Leistung gewann man verdient mit 4:0 gegen den 1. FC Köln. Nach dem Spiel hatten wir noch Martina Moser, Dora Zeller, Fabienne Dongus und Judith Steinert, die ihren eigenen Fanclub dabei hatte, beim Interview. Glückwunsch zum Sieg. Du hast heute einen eigenen Fanclub dabei gehabt. Sag, was kostet so? Also ich habe meine Kindergartengruppe dabei gehabt, auch andere aus dem Kindergarten. Und es war sehr schön, die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und da kommen sie auch schon. Und es tat echt gut und es hat echt Spaß gemacht. Und die waren voll dabei. Eine gute Leistung, die echt Sieg belohnt wurde, oder? Ja, also es war auf jeden Fall verdient. Und wir haben unsere Chancen gut rausgespielt und wurden auch endlich belohnt. Wichtige 1:0 Führungstreffer heute gemacht. War ein Schüssen zum Spiel, dass man dann auch nachlegen konnte, oder? Ja, also wir hatten ja schon davor sehr gute Chancen und ich denke, es ist einfach wichtig, dass dann der Ball auch mal reingeht und ja, war dann gut für einen weiteren Spielverlauf. Das 4:0 ist ein relativ klar ausgefallenes Ergebnis. Nimmt man jetzt besonders ins Selbstvertrauen ins nächste Spiel gegen Wolfsburg mit? Ja, das auf jeden Fall. Also Köln hat es ja dann in der zweiten Halbzeit auch gut gemacht, ist defensiv gut gestanden und dann müssen wir auch erstmal 4:0 gewinnen. Und ich denke, auf der Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, lässt sich auf jeden Fall drauf aufbauen. Ich fand auch, dass man heute spielerisch sehr gut ausgesehen hat, dass man der Ball schön gelaufen ist. Hat man es im Spiel selber auch so gesehen? Ja, auf jeden Fall. Wir wollten den Zuschauern auch ein gutes Spiel bieten. Und ich denke, das ist vor allem in der ersten Halbzeit uns sehr gut gelungen. In der zweiten Halbzeit, ja, wenn man dann mit 3:0 in der Halbzeit führt, dann nimmt man auch mal den einen oder anderen Gang raus. Und ja, aber ich denke, so im Gesamten war es ein richtig gutes Spiel. Wir haben heute ein sehr starkes Spiel gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Wir haben mehrere Torschüsse gehabt und auch unser schnelles Umschaltspiel und das Pressing hat auch sehr gut funktioniert. Und ja, ich bin froh, dass wir 4 Tore gemacht haben und die 3 Punkte wieder gemacht haben. Die letzten paar Wochen, du bist jedes Spiel, wirst du fast stärker. Heute wieder eine super Leistung gebracht. Wie erklärst du dir deine aktuelle Form? Ja, ich glaube, ich werde in immer besserer Form und das freut mich. Und ja, ich möchte mit der Mannschaft helfen, mit meinen Tore schießen und sowas. Ja, und ich freue mich, dass es heute wieder funktioniert hat, dass wir Tore gemacht haben und ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Ja, wir sind glücklich, dass wir das Spiel 4:0 gewinnen konnten. Wir haben die von Anfang an dominiert eigentlich, das ganze Spiel, haben unsere Spielzüge, wie wir sie geübt haben, durchgespielt und wir freuen uns jetzt, dass es ja, so ausgegangen ist. Genau, in der ersten Halbzeit konnten wir alles richtig gut umsetzen, waren viel agiler als Köln. In der zweiten Halbzeit haben sie sich etwas mehr hinten reingestellt, was für uns das Spiel dann schwierig gemacht haben. Zudem haben sich dann ja, mehr Fehlpässe eingeschlichen und das hat uns dann ein bisschen den Spielrhythmus gekostet, sage ich mal. In der ersten Halbzeit lief alles richtig gut, aber nichtsdestotrotz, ich meine, die 3 Punkte sind hier und das macht uns richtig stolz. Nach so einer Leistung könnten wir jetzt vielleicht auch mal gegen Wolfsburg punkten, oder? Ja, gegen Wolfsburg möchten wir sicher gerne was holen oder gegen Bayern. Das wäre noch ein Ziel, was wir noch nicht erreicht haben, dass wir bei einem großen punkten können. Ich denke jetzt mal mit diesem Sieg im Rücken, ja, kommt jetzt das nächste Spiel und wir werden da wieder einen Plan aushacken und hoffentlich gut umsetzen, dass es vielleicht mal zu einem Punkt reicht.